Hallo euch allen, da sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind zurück im Trainingscamp. Wir haben die vierte Challenge zu spielen. So, diesmal geht es gegen die New York Jets. Wir liegen mit 5 Punkten im vierten Quarter zurück und sollen gegen die Jets das Spiel noch drehen. Wir spielen zu Hause in Austin, Texas. Ja, die Jets, auf das Team bin ich in der kommenden Saison mal sehr gespannt. Haben jetzt ja Le'Veon Bell im Kader, der ja bei den Steelers sich weggestrikt hatte. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Sam Darnold als Rookie-Quarterback geht in seine zweite Saison. Da waren schon Ansätze zu erkennen, dass das ein guter wird. Die Jets haben aber noch momentan zu viele Baustellen. Die werden jetzt, glaube ich, in der kommenden Saison noch nicht in der Lage sein, den Patriots gefährlich zu werden in der Division. Aber ich glaube so, in 2, 3 Jahren, wenn sie jetzt auch wieder vernünftig draften, dann ist bei den Jets was drin. Also da kann was heranwachsen. Jermaine Johnson, Avery Williams und Jamal Adams. Wir haben natürlich Sam Darnold. Le'Veon Bell ist hier nicht dabei. Jalen Smith, Ryan Shazier, Keyshawn Johnson. Das sind meine Cowboys. So, dann schauen wir doch mal. Wir haben den Ball. Wir liegen hier auch hinten mit 5 Punkten. Wir sind an der eigenen 20-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Beide Teams haben noch jeweils eine Auszeit. Und logisch bei dem Rückstand ist klar, wir brauchen einen Touchdown. Wir beginnen mit dem Slot-Drive. Heißt, Sanders geht sofort Richtung Endzone, genauso wie der Slot-Receiver Keyshawn Johnson. Da kommt ein Blitz von der rechten Seite. Wir haben nur einen Safety dort stehen. Sagen wir schnell mal in der O-Line Bescheid, was da von der rechten Seite kommt. Hat aber nicht viel gebracht. Williamson macht hier einen riesen Sack. Und jetzt haben wir ein Problem. 2. und 20, Ball ist an der 10-Yard-Linie. So, Slant haben wir ausgewählt. Johnson und Cooper, jeweils von der linken und von der rechten Seite. Wir schauen mal, ob die Defense vielleicht in eine Seite mitgeht. Das tut sie nicht. Deswegen gehen wir hier auf Keyshawn Johnson. Und der macht einen Spin-Move und ist auf und davon. An der 30, an der 15 und in der Endzone. So schnell kann es gehen, wenn man einen Keyshawn Johnson im Kader hat. Touchdown Cowboys. Two-Point-Conversion. War ich jetzt selbst verdattert mit, deswegen habe ich hier Tight End Angle genommen. Hurst und Sharp meine Anspielstationen. Oder aber wir laufen einfach selbst. Ups. Da haben wir die Two-Point-Conversion. Wir führen jetzt mit 3. Das bedeutet, dass die Jets mit einem Field Goal nicht mehr in Führung gehen können, sondern das Spiel nur noch ausgleichen können. Und das ist natürlich schon mal etwas wert. Der Kick bis weit in die Endzone, da sehen wir natürlich keinen Return. Kneel down, Touchback, 1. und 10 an der 25-Yard-Linie für die Jets. Wir stellen unsere Defense einmal lustig schnell ein. So, wir blitzen mit den Linebackern. 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. Oh, viel Druck auf Darnold. Der wird den Ball aber los. Incomplete Pass. Gutes Defense Play. Zum einen gute Deckung, als auch guter Druck, den wir auf Darnold ausgeübt haben. Ich muss jetzt per Audible in einen Blitz gehen. Wir nehmen den Cover One Linebacker Blitz. 2. und 10 an der 25. Da war überhaupt niemand. Also weder ein Cowboys-Verteidiger noch ein potenzieller Jets-Receiver. Da war einfach nichts. Keine Ahnung, was Darnold da gesehen hat. 3. und 10 an der 25-Yard-Linie. Darnold wird vollständig, aber ein harter Hit. Wuh, das hat geknallt. Dementsprechend kann der Receiver den Ball nicht festhalten. Wir haben einen 4. und 10 und den müssen die Jets natürlich ausspielen, da nur noch 1 Minute 16 zu spielen sind hier im Schlussquarter.
Donald unter Druck und das ist der Sack. Oh, das tut richtig weh. An der 17-Yard-Linie wird er von DeMarcus Ware zu Boden gebracht. Wir haben einen Turnover und Downs und einen ersten Versuch und 10 an der 17-Yard-Linie. Wir laufen mit Eddie George. Einmal können die Jets die Uhr ja noch anhalten. So, Lauf über Eddie George, über die Mitte. Und der hat da direkt mal eine Lücke und tankt sich durch bis an die 2-Yard-Linie. Die Jets nehmen ihre letzte Auszeit. Wir haben ein First and Goal. 1:05 vor dem Ende. Wenn die Jets hier einen Touchdown kassieren, ist das Spiel quasi vorbei. Das sehe ich eine reine Run-Defense. Also gehen wir per Audible in einen Pass. Johnson und Cooper auf Slant Routes. Wir gehen nirgendwo hin, denn wir wirfen in die Line. Second and Goal. Und das gleiche Spiel wieder. Wieder eine reine Run-Defense. Also, diesmal gehen wir auf Keyshawn Johnson. Diesmal klappt die Geschichte, da ist der Touchdown. Das Ding ist durch, weil da werden die Jets wohl nicht mehr zurückkommen. Also Sam Darnold wirkte mehr wie ein armes, verschrecktes Huhn, das genau weiß, dass es irgendwo auf dem Tisch landen soll. 45:35, wir haben also eine 10-Punkte-Führung. Jetzt müsste Sam Darnold innerhalb von einer Minute ohne Auszeiten zweimal scoren. Das traue ich den Jets nicht wirklich zu. Kick geht bis in die Endzone. Wieder ein Kneel Down, kein Return. Erster und 10. So, Zero Blitz. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Was für ein Hit. Wow, James pumpt den Receiver aber wirklich gnadenlos um. 2. und 3, Ball an der 32-Yard-Linie. Die Jets wollen den Ball spiken, um die Uhr anzuhalten. Das tun sie, checken damit einen Down ab. Heißt damit 3. und 3. Uhr bleibt stehen bei 45 Sekunden. 3. Versuch und 3. Langer Ball. Oh, was macht denn Byron Jones da? Hat komplett die Orientierung verloren. Oh, ich werde wahnsinnig. 1. und 10 nach diesem Big Play. Wieder werden die Jets den Ball spiken. Da hat Daniel mal eben kurz gezeigt, warum er ein solcher Rohdiamant ist. 2. und 10, Ball ist an der 38-Yard-Linie. 27 Sekunden nach dem Spike noch auf der Uhr. Wieder ein vollständiger Pass von Darnold. Ball ist an der 29-Yard-Linie. No Huddle Offense für diesen 3. Versuch und 1. Die letzten 15 Sekunden im Spiel laufen hier schon. Darnold wirft wieder vollständig. Wieder ein Mörder-Hit. Das ist ein 4. Versuch und 1. Der Ball musste jetzt in die Endzone, aber das Spiel ist ja eh durch. Letztes Play. Incomplete Pass. Wir schlagen also die New York Jets 45:35 und gewinnen diese Challenge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.